So läuft, super. Also, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie man Glühkerzen ausmessen tut, ob ein Defekt vorliegt. Ja. Und bei mir bietet sich das hier gerade an, weil das Motorsteuergerät einen Defekt in der Glühanlage nachweist. Ist okay. Und das Ganze beginnen wir hier mit einem Multimeter. Ich habe jetzt hier den ganzen Luftfilter, den ganzen Kram habe ich schon hier. Habe ich jetzt schon abgebaut. Die Stecker habe ich jetzt von den Glühkerzen schon abgezogen. Das sind hier die Glühkerzen. So. Und jetzt fangen wir an. Jetzt tut er die Masse von dem Multimeter. Tut er hier, ich habe ihn jetzt an den Motor dran. Ja. Masseführend. Und schalte natürlich dann das Multimeter hier auf Durchgang. Ja. Hier der Wert wird nichts angezeigt momentan. So, jetzt gehe ich hier, jetzt werden wir mal sehen, ob man das sieht. Jetzt gehe ich hier mit dem Multimeter auf die erste, Moment hier rein, genau, das sieht man es, auf ersten Glühkerze auf den oberen Kontakt. Moment. Und ich habe hier einen Durchgang. Dann gehe ich hier drauf, auch einen Durchgang, dann zeigt mir natürlich auch den Wert an. Das Ganze machen wir über den dritten auch. Jawohl, zeigt mir auch den Wert an. Und dann gehen wir hier drauf. Zeigt nichts. Kein Durchgang. Das bedeutet, diese Glühkerze ist defekt. So. Und dann einfach rausschrauben, die neue bestellen, ein bisschen Kupferpaste drauf, einschrauben wieder und dann hat sich das auch hier schon erledigt. Und man hat sich die teure Werkstatt gespart. So, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und mit viel Begeisterung könnt ihr mich auch abonnieren. Also bleibt mir gediegen. Euer Kuddy.